This is Terror News, exclusive on Ali Khan TV. We bring you the latest developments from the world of terror. Terror News, mein Name ist Ali Khan. Wir von Ali Khan TV fühlen uns veranlasst, Ihnen bei der Identifizierung von Terroristen behilflich zu sein. Nun, einige Requisiten, die eigentlich ganz unschuldig aussehen, wie zum Beispiel diese amerikanische Flagge, kann von Terroristen auf verschiedenste Art benutzt werden. Zum einen benutzt der Terrorist gerne, wenn er sie überfallen will oder wenn er eine öffentliche Veranstaltung betreten will, dieses Tuch, und Sie erkennen dieses Gesicht kaum wieder, Sie sehen nur mehr die Augen. Dieses Tuch kommt später noch einmal zur Geltung. Sehr beliebt sind Personen, die natürlich vorurteilslos schwarz, weiß, gelb oder rot sein können, aber sie sind mit vorzugsweise schwarz, das ist eine andere Geschichte. Der Terrorist hilft mir, das ist natürlich nur ein Stunt-Terrorist. Terroristen lachen nicht. Sie benutzen auch gerne Sonnenbrillen, um ihnen nicht in die Augen sehen zu müssen. Zudem tragen sie gern ein Buch mit sich herum, wo Worte draufstehen wie Drug Dealer. In diesem Fall ist es ein Terrorist, der mit Drogen dealt und Falschgeld druckt und gestohlene Handys in seiner Handtasche trägt. Nun noch einmal zu dem Tuch. Das Tuch kann, wie vorher schon gezeigt, über die Nase, über den Mundbereich benutzt werden, aber auch als Kopftuch. Dieses Kopftuch zeigt uns auch gleich die religiöse Einstellung des Terroristen. Er ist nun nicht nur ein Drogendealer, Geldwäscher, ein Angloamerikaner mit schwarzer Hautfarbe, sondern er ist auch noch eine Muslimin. Wir haben zwei Beispiele für Sie vorbereitet. Zum einen eine Frau, die bereits gesucht wird aus dem bayerischen Oberland. Es ist dies eine Frau, die mit einer solchen Kopfbedeckung so getan hat, als würde sie Heu zusammenrechen. Das war natürlich nichts anderes als Rauschgift, was sie da angebaut hat. Und zum anderen gibt es eine Frau, die behauptet, Königin von England zu sein, die auch diese Kopfbedeckung trägt. Meine Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen geholfen zu haben bei der Identifizierung von Terroristen. Sie können ihn überall begegnen. Gerade in diesem Aufzug ist es allerdings hochgefährlich. Wie gesagt, wir wollen nur helfen. Terror News. My name is Ali Khan. Thank you.